Die südliche Küste der USA ist erneut von einem Wirbelsturm heimgesucht worden. Stunden bevor Hurricane Delta am Abend Ortszeit im Bundesstaat Louisiana auf Land traf, sorgte er im Nachbarstaat Texas für Wind und Niederschläge. In beiden Bundesstaaten fiel laut US-Medien in mehr als 200.000 Haushalten der Strom aus. Der Hurricane hatte die Golfküste als Sturm der Kategorie 2 erreicht, wurde aber mittlerweile auf Kategorie 1 heruntergestuft mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 75 Kilometern pro Stunde. Trotzdem warnten Meteorologen vor Flutwellen. Erst vor 6 Wochen hatte der Hurricane Laura in Louisiana und Texas für erhebliche Schäden gesorgt, die an vielen Häusern noch nicht behoben sind. Es wurde befürchtet, dass der übrig gebliebene Schutt durch Delta aufgewirbelt wird und Menschen verletzt. Durch Laura kamen 30 Menschen ums Leben. 10.000 wohnen immer noch im Hotel. In dieser Saison gab es im Atlantik besonders viele Wirbelstürme.